Drücken wir die Daumen, dass weitergeht für die deutschen Teilnehmer bei den US Open. Jetzt kommen wir zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Heute Abend das Nations League Spiel gegen Spanien. Und Jogi Löw hat noch mal gesagt, die Mannschaft, also Spanien, ist sehr hoch einzuschätzen. Und die Frage stellen wir uns, warum? Er sagt, tatsächlich haben sich die Spielanteile verändert. Also nicht mehr Tiki-Taka, sondern moderner geworden, das spanische Spiel. Und die sind dadurch auch schwerer auszurechnen. Ich gucke mal auf die Bilanz. Die DFB-Auswahl wartet seit 32 Jahren auf einen Pflichtspiel. Spielsieg gegen Spanien. Das ist gut, dass die deutsche Mannschaft einen im Kader hat, der weiß, wie die Spanier spielen, weil er ja in Spanien spielt. In unruhigen Zeiten sind Stabilität und Sicherheit besonders wichtig. Genau deshalb ist Toni Kroos für den Bundestrainer zurzeit so wertvoll. Joachim Löw schwärmt deshalb quasi täglich vom Wahlspanier. Neben dem Platz hat er sich einfach auch die letzten Jahre zu einer wirklich Persönlichkeit entwickelt. Der mit ihm, glaube ich, haben wir einen Spieler, der, sagen wir mal, Führungsaufgaben übernimmt, der in der Lage ist, andere zu beeinflussen. Kroos ist Weltmeister, Weltstar, viermaliger Gewinner der Champions League, gefragter Gesprächspartner der Spanier, wenn es um Lionel Messi geht. Ein Omnipräsenter zudem in den sozialen Netzwerken. Toni Kroos, eine Marke. Mal plaudert er im eigenen Podcast über Gott und die Fußballwelt, mal witzelt er über Corona-bedingt leere Pressekonferenzräume, da Fragen momentan nur virtuell gestellt werden können. Die Pressekonferenzen finde ich ganz okay so, ehrlich gesagt. Aber nein, Spaß beiseite. Also gerade dann auch mit den Zuschauern im Stadion und auf das, was du auch drumherum achten musst. Also freuen wir uns, glaube ich, alle, wenn wieder ein bisschen Normalität da wäre. Und es wieder mehr um Fußball geht, um den EM-Titel beispielsweise. Dass die Gier da ist, das merke ich auch. Europameister ist Kroos nämlich noch nicht. Das fehlt dem Global Player bislang in seiner Trophäensammlung.